So, alright. Du. Nein. Du drehst dich um. Und legst da so einen Generator hin. Oh. Da hinten war wohl auch irgendwas. Du legst aber jetzt da einen Generator hin. So. Haben wir da eine Weile Ruhe. Von da hinten kommen 3 Stück. Das heißt, du gehst hier in Overwatch für 2 CP. Flying secured. Flammenwerfer läuft weiter Richtung Ausgang. Assault Cannon läuft weiter Richtung Ausgang. Moving to target coordinates. Wie machen wir das später überhaupt? Fällt mir gerade so auf. Ich glaube, die Räume sind dafür da gewesen, dass wir da jeweils Assault Cannon und... oder gar nicht. Librarian und Sergeant da reingesteckt hätten. Wenn der Broodlord gekommen wäre, hätten die Regenerationen vor sich geschmissen. Der Broodlord wäre da nicht durchgekommen, sondern wäre hier lang gelaufen. Zu denen, die hier noch warten. Dann wäre er drin gewesen, die hätten ihn umgebracht, hätten ihn eingelootet. Wären rausgesprungen, die wären hinterher. Ich glaube, das war der eigentliche Plan. Und nicht einfach so mal random die Dinger auf den Boden schmeißen. Ja. Na gut. Gucken wir mal. Die 3 müssten sterben. Wir haben noch 2 CP für Ladehemmung. Du hältst mehr als Anschlag aus? Ja. So, die sammeln sich jetzt alle hier oben. Das wäre ein sehr schöner Ort für einen psionischen Sturm. 1 CP. Immer noch 1 CP. Kommt den auch noch? Kein CP. Jo. Nicht gut. 1 CP ist auch nicht gut. Und 1 CP nochmal. Ist noch viel schlechter. So. Genau, psionischer Sturm. So. Nee. Nee. So werden alle erwischt, bis auf der da oben. Ich hoffe nicht, dass der Generator dadurch auch zerstört wird. Einer? Nee, ein paar mehr. Okay, aber trotzdem nicht ganz die Wirkung, die ich mir erwünscht hatte. Du, geh mal dahin. Achso, diese Runde kann eh nichts passieren. Okay, dann gehst du nochmal einen zurück. Du gehst zurück. Und gehst gleich nochmal zurück. So, das heißt, er kann nach da decken. Er kann alles in der Schießen, was von da kommt. Die haben beide keinen Generator mehr. Die laufen jetzt einfach Richtung Ausgang. Dass wir ihn in dem Raum umbringen müssen, ist ganz schön übel. Oh. Moment mal. Die bewegen sich. Wir müssen nicht warten, bis ein Broodlord spawnt und dahin läuft. Wir müssen in dem Raum die beiden bekämpfen. Ja. Das wird immer interessanter. Ja, wir sind soweit durch. 1 CP haben wir noch. Damit können wir nichts anfangen, richtig? Richtig, du dreh dich einfach mal. Übel, übel. Also ich hoffe einfach mal, ich mache jetzt mit ihm gleich die Tür auf und dacker, dacker beide einfach weg in der ersten Runde und dann sammeln wir die Leiche auf. Weil so wie ich das verstanden habe, müssen wir sie echt umbringen. Und dann ist auf dem Boden so ein genetisches Material, da stehen wir eine Runde drauf und dann ist fertig. Wir müssen da jetzt nichts rausgreifen, während das Ding lebt oder so. 1 CP, komm schon. Ja, also.
Die 5 CP werden wir auch brauchen, denn ich mache jetzt die Tür auf. Und es sind gar keine Viecher drin. Wacht ihr jetzt auf? Nein. Ah, doch, da, genetisches Material. Ich traue denen nicht. Du gehst da jetzt in Overwatch. Ja, das werden sie. Sobald die auch nur mehr zucken als jetzt, schießt du darauf. Ganz, ganz viel. So. Der ist nicht toll. Du blockier mal bitte. Den Weg da. Und lauf einfach da lang. So. Mit dir würde ich ganz gerne die da oben wegmachen. Das würde aber ziemlich viele Punkte kosten. Ja, doch, es geht. Du gehst da, drehst sie nach da, machst einen Schrägschritt nach da, bremst und dann läuft er da lang. Hätten wir sogar noch 2 CP über, die wir, na doch, vielleicht für ihn brauchen, aber unwahrscheinlich. Nee, brauchen wir nicht für ihn, weil der ist eine Soul Cannon. Der kann beim ersten Magazin gar keine Ladehemmung haben. Ja, sehr schön. Also du, brenn, da. So. Du bist da sicher. Relativ. Also gehst du da hin, drehst dich auch schon mal in die Richtung, dass du später aber da weiterlaufen kannst. Ja, ja doch. Also abgesehen von dem Clown-Terminator, ich sage langsam wirklich Clown und nicht Clown, weil der total albern ist. Abgesehen davon läuft es recht gut. Wir haben alles falsch gemacht, aber es läuft gut. Wobei mir das echt zu einfach vorkommt, mit dem einfach hier in dem Raum stehen und dann hat man das Material. Aber, vielleicht kommt ja noch eine Überraschung. Sobald wir das Material haben, wachen die auf und das spawnt irgendwo noch was oder wie auch immer. Jetzt erstmal ist wieder irgendwas mit dem Ding passiert, sonst würde das nicht so irre lange dauern. Oder das hier. Das arme Programm hat jetzt mit 2 von diesen Gangblockierern zu tun und verzweifelt daran. Die sammeln sich hier alle und zertrampeln sich gegenseitig. Ich hätte gerne einen Orbitalangriff. Einfach hier in die Hulk reinschießen. 3 lassen wir mal. Wir wollen ja nicht zu gierig wirken. Also du hast das genetische Material. Du könntest jetzt eigentlich rauslaufen, aber dem traue ich, wie gesagt, nicht. Ich gehe einfach wieder mit ihm in Overwatch. So, du komm von da oben etwas. Nee, kommt alles von da. Okay. Du. Warte, der Flammenwerfer. Also, er läuft hier durch. Flammenwerfer geht nach da, guckt nach da, brennt nach da, blockiert damit diesen Weg und die ganzen Genestealer. Ja, das ist gut. Okay, du läufst da lang. So. Da brauchen wir gleich 1 CP, aber das ist okay. Feuer. So. Jo, kommt keiner durch. So, hier kommen gleich ganz viele. Aber die haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder. Heißt, er kann eigentlich einfach hier weglaufen. So, und er kann, um das Ganze noch einfacher zu machen, da einen Forceberry hinschmeißen. So, Soul Cannon Punkte. Du kannst nicht an ihm vorbei. Okay. Fertig. Die werden jetzt nah ans Feuer ranlaufen, oder? Müssten sie eigentlich. Ja, einmal alle aufrücken. Das sind sehr viele.
Jo. Nächster Blip von oben und überhaupt. Hatten die nicht gesagt, sie sterben zu Tausenden? Irgendwie, So, er läuft jetzt da rein. Falls die wirklich aufwachen sollten, kann er immer noch schießen. Und er hat noch recht viele psionische Punkte, um alles zu überleben, was ihnen entgegengeschmissen wird. Also du raus. Was macht ihr beiden? Nichts. Sehr gut. Nichts, sehr gut. Du läufst da lang. Hast du noch 4 Psi? Oh. Mach mal neu da. Du brenn noch mal da. Hast jetzt 0 Schuss. Ja, jetzt lauf mal weg. So. Okay, und du gehst dahin. Zwei CP haben wir noch über. Du. Ich habe das Gefühl, ich muss wieder in Overwatch gehen, aber nee. Du da lang. Du da lang. Du ein vor. Securing position. Entern. Ja, die werden jetzt nicht machen können, die werden jetzt machen können. Und nächste Runde sind wir weg. Warum macht er nicht einfach die ganze Karte voll mit ihnen? Es wird trotzdem nichts ändern, weil wir gleich weg sind. Außer es gibt eine Teleporter-4-Funktion. Oder wir würfeln eine 1. Besser. Also du raus. Du hast noch mehr genetisches Material. Extract takes one undisturbed turn to perform. Ach, das Ding hast du jetzt noch nicht. Ich bin verwirrt. Das ist immer noch alles da. Ich glaube, ich warte noch mal eine Runde. Sicher, sicher. Overwatch. Das wird jetzt interessant. Aber wir haben ganz viele CP. Also wir warten jetzt eine ganze Runde, bis das Zeichen nicht mehr blinkt. Dann hat er also die ganze Runde hier gestanden. Also diese Runde, die Runde des Genestealer und dann muss das klappen. Wobei ich hätte schwören können, dass die Soulkin da auch lang genug stand. Ich glaube sogar 2 Runden. Und trotzdem ist da nichts passiert, aber okay. Kann er wenigstens ein bisschen rumdackern hier, unser Sergeant. Ja, irgendwo ist gerade ein Force Barrier zusammengebrochen. Beladezeit entsprechend, oder es sind einfach nur viel zu viele Genestealer. Das war der erste. Wir hatten 5 CP. Also jetzt noch 4. 3. Der Rest kommt gar nicht mehr so ran. 2. Oh. Oh. Yay. Wir hätten den Librarian nicht durchschicken sollen. Ich glaube, der konnte noch einmal Force Barrier casten. Ach ja. Ich hoffe, wir würfeln jetzt eine 4, 5 oder 6. Damit alle rauskommen. 2. 3. So, das Ding ist jetzt voll. Es blinkt nicht mehr. Also raus. Ah, okay. The enemy is in pursuit, but your victory is undeniable. Das heißt, es ist sehr gut, dass wir mit ihm nochmal stehen geblieben sind. Weil das bei der Soul Cannon hat irgendwie nicht geklappt. Wahrscheinlich, weil er jedes Mal in Overwatch gegangen ist. Im Paranoia-Modus wegen den beiden. Und die mussten halt wirklich gar nichts machen und alle 4 Aktionspunkte beibehalten. Ja, doch, interessante Mission. Also vor allem,
habe ich sie wahrscheinlich ganz anders gelöst als geplant. Ich denke mal echt, diese Nischen sind dafür da, dass da wichtige Charaktere sind, die schön viel dackern können. Und wenn dann zu viele kommen, dann können sie hier ein Dings hinschmeißen. Irgendwas in der Richtung. Aber ja, Mission ist abgeschlossen. Wir haben nur den Clown-Terminator verloren. Das ist okay. 19 Runden, fast eine Stunde. Ja. Aber gut, nächste Folge machen wir die letzte Mission. Das ging echt schneller als gedacht. Aber ich hoffe einfach mal, dass da in ein paar Wochen noch eine neue Kampagne kommt. Da wurde ja was angedeutet. Und wir sehen uns dann gleich wieder.